Kongress. Aber die Monster aus seinen Horrorfilmen verängstigen die Leute und das stört seinen Wahlkampf. Deshalb will er Familienfilme produzieren. Er pflanzt einen Chip ins Gehirn jedes Monsters, das sich dagegen sträubt. Ja. Genau wie der Herr der Nacht und Eva Morte. Ja. Er hat sie nur benutzt für diesen Film, in dem ich sie interviewe und in dem sie sagen, dass wir Fitz Randolph wählen sollen, denn... Fitz Randolph liebt uns alle. Mich hat er wirklich komplett verändert. Sein Traum von Gleichheit hat meinem Leben Sinn gegeben. Mit Fitz Randolph sind wir alle frei. Und morgen werden ganz sicher 3000 Kopien dieses Films im ganzen Land vorgeführt. Ich weiß, wo das Original ist. Ich werde es stehlen. Nein. Abwarten. Sagte Liz. Fitz Randolph hat viel zu viele Freunde. Wenn wir zur Polizei gehen, landen wir hinter Gittern. Pass auf. Ich werde einen neuen Film drehen, in dem Eva Morte und der Herr der Nacht die Wahrheit sagen. Du wirst die Filme miteinander vertauschen und die Leute werden morgen unsere Fassung sehen. Gut. Und ich überlege, wie wir sie austauschen können, antwortete Dan. Auch wenn diese Sadomonster in deinem Film sicher nicht mitmachen werden, vor allem wenn sie einen Chip haben. Die Frage hätten wir endlich gelöst. Probleme mit ihrer Willensfreiheit? Sind sie es leid, diesen Chip, den sie nicht loswerden können, im Gehirn zu tragen? Verzweifeln sie nicht, denn wir haben für sie die Lösung. Wir präsentieren ihnen den Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Faszinierend. Kaum zu glauben, es ist endlich vollbracht. Faszinierend und unglaublich, aber das ist noch nicht alles. Wenn sie augenblicklich einen Chipzieher von Professor Fly bestellen, bekommen Sie nicht einen, sondern sogar zwei davon. Ich wiederhole, nicht einen, sondern zwei Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Möchten Sie Ihre Freunde wirklich tief beeindrucken? Dann zögern Sie nicht länger. Greifen Sie zu! Die Chipzieher funktionierten sofort perfekt. Aber als die beiden nicht mehr unter dem Einfluss des Chips standen, zeigten Eva und der Herr der Nacht ihre wahren Persönlichkeiten und wollten plötzlich nicht mitspielen. Sie waren dabei wegzugehen und Liz Pläne zunichte zu machen, als der ewig selbstlose Dan Murray sich bereit fand, die Grenze zwischen Normalsterblichen und Helden zu überschreiten. Wartet! Ich bin kurz davor, etwas zu tun, wofür ich mich mein ganzes Leben hassen werde. Wirst du dich selbst demütigen, Idiot? Oh, hört sich interessant an, Blödmann. Lass sehen. Es ist soweit. Tief durchatmen, Murray. Harte Schläge, Veilchen, gebrochene Nasen, Blutergüsse, zerschmetterte Rippen, totale Gewalt. Wir hören aufmerksam zu, Idiot. Fahr fort, Blödmann. Manny Brown, Rico Sandretti, Los Angeles Stadion, Freitagabend. Die Eintrittskarten gehören euch. Und so transzendierte Dan Murray das Dasein eines Normalsterblichen und wurde zur Legende. Und ihre Idee funktionierte. Beide Akteure sagten zu, eine neue Version des Interviews zu drehen, als Gegenleistung für die Karten. Sie schlossen sich mit Liz im Studio ein, während Dan überlegte, wie er die neue Fassung mit der von Fitz Randolph vertauschen konnte. Faszinierend. Mein halbes Gehalt, dass er da den Film in den Händen hält und dass er in sein Büro geht. Währenddessen mal sehen, was Emil, Katjanowski zu erzählen hat. Nanu? Er ist nicht da. Aber er hat diese Spaßpistole hier gelassen, mit der er Graffiti entfernt hat und mit der er auf mich zielte, als er diesen außerirdischen Clown gespielt hat. Abgeschlossen, natürlich. Immer noch zu. Ja, es wird Zeit, Willys Büro zu besuchen. Also, Willy, hast du das Kopierteam schon angerufen? Ja. Die werden bald da sein und mit dem Vervielfältigen anfangen. Schön für dich. Jetzt, da ich dir persönlich und exklusiv zu Diensten bin, Fitz Randolph ist toll, gibt es da etwas, das du mir erklären solltest? Warum hörst du nicht mit dem Rauchen auf? Darum. Es ist meine Gesundheit, mein Atem und mein Geld. Und wenn jemand sich daran stört, Pech. William A. Fitz Randolph hat sich das Recht verdient, über manchen Dingen zu stehen. Der da ist doch Bobby Russell, der Masseur der Freaks. Der da? Murray, weißt du denn gar nichts vom Kino? Gar nichts. Und ich bin sehr stolz darauf. Das ist Carl Doherty.
Einer meiner... Wenn Liz ihren Film fertig hat, überlegte Dan, könnte ich versuchen, die Filme zu vertauschen, während Willy woanders hinguckt. Aber er würde mich sehen. Das kann ich nicht riskieren. Willy darf mich nicht erwischen. Bekanntesten Schauspieler. Er ist schon seit 4-5 Jahren in Rente. Wenn du es sagst, aber er sieht Bobby Russell schon ähnlich. Worum geht's in dem Film? Es ist ein Kurzfilm, der morgen in mehr als 3000 meiner Kinos im ganzen Land vorgeführt wird. Ein Kurzfilm? Sagtest du nicht, es sei ein Interview? Wenn man es genau nimmt, ist es eine Botschaft in Interviewform. Der Beginn meiner Wahlkampagne als künftiger Kongressabgeordneter William A. FitzRandolph. Wozu willst du in der Politik mitmischen? Gerechtigkeit. Mein Großvater war Kongressabgeordneter, aber mir erlaubt man es nicht, nur wegen meines Aussehens. Murray, wir Monster sollten dieselben Rechte haben wie alle anderen. Und dank William A. FitzRandolph werden wir sie auch bekommen. Warte mal, ich habe ein paar Fragen. Warum hast du Liz benutzt, um das Interview zu drehen? Sie ist intelligent, hat keine Erfahrung und keine merkliche Ideologie. Ein perfektes, unbeschriebenes Blatt. Außerdem genießt ihre Familie im ganzen Land hohes Ansehen. Sowohl in der Wirtschaft, wegen ihres Vaters und ihrer Schwester, der Unternehmerin, als auch unter Künstlern und Intellektuellen, wegen ihrer Schwester, der Malerin. Warum hast du Eva Morte und den Herrn der Nacht in dem Film mitwirken lassen, wenn du weißt, dass alle sie hassen? Die Leute hassen sie, weil sie sind, was sie sind. Aber ich möchte sie aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen. Süß, freundlich, großzügig. Die Botschaft lautet, wenn FitzRandolph es geschafft hat, die beiden zu ändern, kann er alles schaffen. Deine Vision der Gleichheit ist nicht schlecht, aber es wird Leute geben, die mit Manipulation nicht einverstanden sein werden. Erstens, niemand wird es erfahren. Zweitens, ein großes Unterfangen bedarf großer Opferbereitschaft. Wenn man die Freiheit einiger weniger opfern muss, um das Beste für die Gemeinschaft zu erreichen, dann kann man auf William A. FitzRandolph zählen. Wechseln wir das Thema. Ich drehe da mal eine Runde. Viel Glück mit Celsius. Es riecht nach Schießpulver. Dan Murray, 7 Jahre alt. Bill Tuxens Waffenkammer. Bill Tuxen, Pfeifenraucher. Mein Freund Sunny lenkt Bill ab. Ich entleere den Teebeutel und fülle ihn mit Schießpulver. Ergebnis: Dan und Sunny 3 Wochen Strafe. Bill Tuxen, 4 Wochen Krankenhaus. Aber heute ist keine Pfeife im Spiel. Versuchen wir es. Ich hoffe, ich habe meine Lektion gelernt. Als ich Bill Tuxens Pfeife mit Schießpulver füllte, war das Ergebnis verheerend. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Passt, wackelt und hat Luft.
Sag mal, Willy. Ich habe ein gutes Argument für dich, damit aufzuhören. Das wäre? Dein Wahlkampf. Tabak macht sich nicht gut in der Presse. Die Mütter werden nicht wollen, dass du ihre Kinder in die Arme nimmst. Das ist wahr. Aber... Willst du ein Aber? Na schön. Fitz Randolph liebt uns alle, aber hat Mundgeruch. Gib die Pfeife her, Willy. Murray, du bist ein echter Freund. Sogar angesteckt. Perfekt. Fitz Randolph ist toll. Bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Bist du sicher, dass er nicht Bobby ist? Ganz sicher, Murray. Ja, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich schwöre dir, das ist er nicht. Warte mal, ich habe ein paar Fragen. Erklär mir das mit deinem Botschaftsfilm in der Dose nochmal. Wenn man es genau nimmt, ist es eine Botschaft in Interviewform. Der Beginn meiner Wahlkampagne als künftiger Kongressabgeordneter William A. Fitz Randolph. Warum hast du Liz benutzt, um das Interview zu drehen? Sie ist intelligent, hat keine Erfahrung und keine merkliche Ideologie. Ein perfektes, unbeschriebenes Blatt. Außerdem genießt ihre Familie im ganzen Land hohes Ansehen. Sowohl in der Wirtschaft, wegen ihres Vaters und ihrer Schwester, der Unternehmerin, als auch unter Künstlern und Intellektuellen, wegen ihrer Schwester, der Malerin. Warum hast du Eva Morte und den Herrn der Nacht in dem Film mitwirken lassen, wenn du weißt, dass alle sie hassen? Die Leute hassen sie, weil sie sind, was sie sind. Aber ich möchte sie aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen. Süß, freundlich, großzügig. Die Botschaft lautet, wenn Fitz Randolph es geschafft hat, die beiden zu ändern, kann er alles schaffen. Deine Vision der Gleichheit ist nicht schlecht, aber es wird Leute geben, die mit Manipulation nicht einverstanden sein werden. Erstens, niemand wird es erfahren. Zweitens, ein großes Unterfangen bedarf großer Opferbereitschaft. Wenn man die Freiheit einiger weniger opfern muss, um das Beste für die Gemeinschaft zu erreichen, dann kann man auf William A. Fitz Randolph zählen. Du willst in die Politik, weil... Gerechtigkeit. Mein Großvater war Kongressabgeordneter, aber mir erlaubt man es nicht, nur wegen meines Aussehens. Murray, wir Monster sollten dieselben Rechte haben wie alle anderen. Und dank William A. Fitz Randolph werden wir sie auch bekommen. Wechseln wir das Thema. Ich dreh da mal eine Runde. Viel Glück mit Celsius. Touchdown. Ich zünde die Lunte an und schnell zurück an die Mittellinie. Technischer K.O. Katjanowski sollte seine Sachen nicht so offen rumliegen lassen. Hier könnte ja jeder reinkommen und was klauen. So, meine Herren, Dan Murray übernimmt das Kommando. Hey du, der Typ mit der Farbe. Komm her, ich mach dich sauber. Pass auf, wo du hinpustest, ja? Kommt überraschend, was? Jetzt bleibt uns nichts, als zu warten, bis die Irre mit dem Film kommt. Der muss genau wie das Original aussehen.
Endlich war alles für den Filmtausch vorbereitet. Der Immaterielle nahm die Dose, die Liz hatte, und folgte Dan bis... Willy, mir ist da etwas noch nicht ganz klar. Bist du wirklich sicher, dass der Typ da nicht Bobby Russell ist, der Masseur der Freaks? Mein Freund Murray, die Kinowelt interessiert dich wohl wenig. Wie ich dir schon sagte, handelt es sich um Carl Doherty, einen meiner großen Stars. Mit dem Gesicht? Mann, die armen Kleinstars. Weißt du, wie viele Millionen es gibt? Willy, hör zu. Dein Hof von Celsius hat es noch nicht geschafft, mich klein zu kriegen. Ich stehe nicht unter seiner Kontrolle. Mehr noch, ich arbeite gegen dich und werde deine Wahlkampagne sabotieren. Ich sag's dir, mit Hilfe von Eva Morte, dem Herrn der Nacht und Liz Allaire habe ich einen neuen Film gedreht, der für dich das Aus bedeutet. Vielleicht siehst du es nicht, aber neben mir steht der immaterielle Mann. Er ersetzt gerade deine Filmdose durch meine. Morgen Nachmittag spätestens wird der Streifen in all deinen Kinos vorgeführt. Mein Freund, Willy. Dann bist du ruiniert. Wie gefällt dir das? Du Idiot! Weißt du, ich hätte dir für einen Moment fast geglaubt. Das Kopierwerk. Ich gebe denen die Filmdose mit und dann... Ja gut, lass uns feiern, rief Dan. Tja, so war's. Am nächsten Tag haben die Kinobesucher in mehr als 3000 Kinos im Land erfahren, was die wahren Absichten von diesem William A. Fitzrandolph waren. Fitzrandolph ist unmöglich. Fitzrandolph liebt sowieso nur sich selbst. Er hat mich gezwungen, mich zu verändern, um seine Wahlkampagne entscheidend zu unterstützen. Sein Traum von Gleichheit für alle Monster ist nur Zynismus. Das einzig wichtige Monster für William A. Fitzrandolph ist er selbst. Mit Fitzrandolph werden wir alle zu Sklaven. Fitzrandolph ist gar nicht toll. Das ist der wahre Fitzrandolph. Der Magnat, der Schauspieler manipuliert, um seine menschenverachtenden Ziele zu erreichen. Er ist jemand, der lügt und zum Lügen zwingt. Der es sich erlaubt, Machtgier als pure Gerechtigkeit. Zu verkaufen. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Schauspielermonster weigerten sich, weiter für MKO zu arbeiten. Sofort fielen die Unternehmensaktien auf den Tiefstwert. Ebenso wie die Glaubwürdigkeit seines Besitzers, William A. Fitzrandolph, und seine Träume von politischer Macht. Sein Verbündeter, Dr. Celsius, überstand die Angelegenheit viel besser. Dank dem Chip, den Fly ihm ins Gehirn eingepflanzt hatte, entdeckte er, dass seine mechanische Begabung viele Leute glücklich machen konnte. Mary, 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 Mary! Die Reportage ist fabelhaft, ausgezeichnet! Wer hätte gedacht, dass der Veteran und die enthusiastische Anfängerin am Ende so ein großartiges Paar abgeben würden? Ein Paar? Auf keinen Fall! Mit dir? Niemals! Idiot! Idiotin! Angeber! Irre! Gut. Sehr gut. Eine schöne Geschichte. Du hast sie wirklich gut erzählt. Und morgen bist du dran. Was suchst du aus? Sag ich dir morgen. Essen wir? Das gefällt mir. Ein Rennen? Gewinnen wird diesmal der zweite. 2012-14.